So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich darf endlich wieder aufnehmen. Ich war jetzt ungefähr eine Woche abgeschnitten von der Umwelt, von dem Internet, von allem. Ich konnte nichts machen. Ich war quasi am Arsch der Welt. So, und hier ist ein Verkaufsautomat. Gucken wir mal kurz, was wir brauchen. Munition machen wir mal. Kaufen. So, da ist voll. Salz können wir, ist auch voll. Voll, voll. Kaufen wir und. So. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. So, dann gucke ich mich hier nochmal kurz um. Ob es hier noch was gibt. So, und es sieht immer wieder noch geil aus. Ich habe mich schon wieder so. Also, eigentlich habe ich mich total gefreut, wieder zu spielen. Habe ich jetzt auch schon länger nicht. Ich muss wieder, glaube ich, mal wieder an die Steuerung erstmal gewöhnen. Mal wieder. Und jetzt gehen wir hier in den Bereich. Hätte ich das gewusst, hätte ich die letzte Folge auch damit beenden können, aber das weiß man ja nie. Oh, wir sind jetzt in Monument Island. Monument Island. Ja, finde das Mädchen. Deswegen sind wir auch Möchte bloß eigentlich, wissen, wieso naja, man sie hier einsperrt. Ja, weil es hier schön ist. Mädchen mögen Sonne. Mädchen mögen Engel. Keine Ahnung. So, die Frage ist halt nur, sieht ziemlich geschlossen aus. Aber wir sind ja nicht dumm, wir kommen da schon irgendwie rein. Ja, wir sind ja nicht dumm. Oh, vielleicht sind wir. Nein, wir sind nicht dumm. Vielleicht ist ja bestimmt wieder so ein Haken-Dingens. Ah, da oben können wir rein. Kurz die Lage checken. Okay. Bin sehr gespannt, was uns erwartet. Oh, schöne Blumen. So, hier müssen wir, glaube ich, rein. Oh. Was ist denn das? Ein paar Schuhe liegen hier. Was ist das? Schokoriegel essen. Oh. Wir haben zwar immer noch genug Gesundheit, aber hey, es ist ein Schokoriegel. Den müssen wir sofort essen. So ein Voxophon. Natürlich spielen wir das sofort ab. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel ein wenig rassistisch ist. Und wir sind natürlich dagegen. Ist ja keine Frage. Kann ich denn mich hier umziehen? Nein, kann ich nicht. Okay, sie haben also da oben. Irgendwo oben wahrscheinlich ist sie ja angesperrt, das Mädchen, das wir suchen sollen. Und er hatte gerade gesagt, dass man vielleicht Angst haben könnte vor ihr, aber irgendwie. Oh, was ist das? Irgendwie glaube ich, weiß ich nicht, was das für ein Mädchen sein soll. Das ist bestimmt nur ein unschuldiges Mädchen. So, hier müssen wir, glaube ich, aufpassen. Oh. H1, H5, H11, H17. Geht's jetzt um Was ist das? Kinder? Morphologie. Schreibtisch durchsuchen. Was ist das? Vox Populi Crime Board. Mörder. Das ist also, das sind die Verbrechen hier. Loss, Theft, Diebe, Ausrauben. Wehgetan, also verprügelt oder was weiß ich, getötet. Remarks. Was heißt denn Remarks? Minus 3, minus 4. Okay. Hier ist eine Tafel, so wie man sie aus der guten alten Schule kennt.
Wir gehen hier erstmal weiter. So, irgendwelche Knöppes gibt's hier. Okay, wir können so dicht rangehen, wir wollen. Das tut uns nichts. Bitte tu mir nichts. Orange. Wir essen einfach alles, was wir kriegen können. Was ist denn das hier? Ich möchte das nicht. Sie von Passive. Oh, jetzt, wo ich die Musik so höre, habe ich richtig Lust auf ein Horrorspiel gerade. Wirklich jetzt. Hebel betätigen. Was ist das? Oh mein Gott, der Teddy. Nein, Teddy, das wollte ich nicht. H4. Kann man das auch wieder rückgängig machen? Okay. Und was, wenn man jetzt nochmal drückt? Dann ist er wieder rot. Aber ich möchte den nicht rot haben. Ne? Der Teddy muss normal sein. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, was das hier soll. Okay, H11. Okay, ist das ein Buch? Dann machen wir es mal wieder aufs Normale. Falls hier wieder jemand herkommt und sich fragt, warum es sich geändert hat oder so. Was ist das? Das ist mir hier zu viel Elektrizität. Zu viel einfach. So, hier gibt es wieder jede Menge Knöppis. Und Salz. Natürlich trinken wir Kaffee. Oh, minus Gesundheit. Das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. Was ist das hier alles? Hier gibt es voll viele Räume. Oh, oh Gott. Können wir hier schon rein? Können wir? Ich hoffe, wir können auch wieder zurück. Okay, das ist das gleiche Plakat. Dann hören wir uns erstmal das an. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbrannten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh, oh Gott. Oh, oh, da passiert irgendwas. Was? Ah! Okay, das war jetzt sehr beunruhigend. So, jetzt ist die Frage... Hey, den Stuhl kennen wir doch, oder? Den Stuhl? Kommen wir hier durch? Nein. Der Stuhl, den kennen wir doch vom Anfang, oder? Das ist doch der gleiche. Und da wurden wir nach oben. Okay, jetzt... Hier geht's vielleicht nach unten. Vielleicht kann man hier wieder zurück. Nach unten. Wer weiß, aber was macht das? Das sieht hier so aus, würden die hier Experimente machen. Und ich habe hier eben schon kurz gesehen, hier liegen irgendwie Fingernägel, Blut und Haare. Das sind ihre Haare, oder? Kann das sein? Das sind immer schwarze oder braune Haare. Und wie ich, glaube ich, schon gesehen habe, hat diese Elizabeth, ich hasse den Namen, ne? Also nicht den Namen, aber mein... den Namen im Englischen, den kann ich einfach nicht aussprechen. Auf jeden Fall hat diese junge Dame braunes Haar oder schwarzes, weiß nicht genau. Auf jeden Fall dunkles Haar. Und da das hier alles dunkles Haar ist, könnte das ja immer an ihr ausgeführt werden. Was auch immer die hier mit ihr machen, ich will es gar nicht wissen eigentlich. Ja, vielleicht ist sie ja so halbwegs hier aufgewachsen oder... Weiß ich auch nicht. So, und was ist das? Oh. Ach du Scheiße. Die beobachten sie. Ja, wollte ich auch kurz sagen, die beobachten sie. Das sind voll die Stalker. Ich meine, sieht schön aus, aber ganz ehrlich, sowas macht man einfach nicht. Das geht gar nicht. Das Radio lassen wir aus. Oh, mein Handy, Entschuldigung. So, nee, also weiß auch nicht, was machen die hier mit der? Die beobachten sie anscheinend. Und führen irgendwelche Experimente mit ihr durch. Okay, da gucken wir gleich rein. Erstmal gehen wir hier rein. Kino ist hier.
So. Kann man das irgendwie anmachen? Oh. Da wird jetzt getestet, wie schlau sie ist. Und da guckt man ihr beim Malen zu. Aber warum? So. Ja, aber warum? Also beim Singen, beim Malen und beim Tanzen und beim Lösen irgendwelcher Rätsel wird sie beobachtet. Das sind ja alles Talente, ne? Warum machen die das? Und ist die Frage, weiß sie davon? Wahrscheinlich nicht, so wie es aussah. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen, ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Ja, der falsche Hirte, das sind dann wohl wir. Und hier, ist das jetzt ihr Gesang? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Schöne Vorhänge übrigens. Das ist irgendwie mega schräg. Ja, ist wirklich super, super schräg. So, müssen wir jetzt, da können wir hoch. Dann gehen wir erstmal. War hier nicht noch was? Nee, dann bin ich blöd und hab mir da was eingebildet. Geht's jetzt ab in den Aufzug. Was war das? Knopf drücken. Sehr sanft. Ich hasse Aufzüge, auch im echten Leben. Ganz schlimm. So, Hebel betätigen. Was war da? Was stand da gerade oben? Was ist das? Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist doch das Rätsel, was sie gelöst hat. Oder diese Codes da, die sie da... Was steht da? Well done. The example phrase has been decipher. Ich habe keine Ahnung, was das letzte Wort heißt. Also war sie in diesem Raum und wurde dann wahrscheinlich von hier beobachtet, oder? Das ist so strange. Das können die doch nicht machen. Was ist das hier? Oh, oh, das ist ihr Schlafzimmer. God only knows today only. Aber das können die doch nicht machen. Und hier singt sie dann wahrscheinlich oder spielt Flöte. Krass. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. So, Test-Subjekt-Tracker aktivieren. Kleiderraum, da müssen wir hin. Kleiderraum.
Aber wir wollen sie doch jetzt nicht beim Umziehen beobachten, ne? Oder? Das können wir ja nicht machen. Wir müssen ihr auf jeden Fall hier irgendwie raushelfen, hoffe ich, dass wir das tun. So, while Specism is present. Ja, man soll hier also, hier wird sie also gefilmt. Nicht mega krank. Es ist sie. Das ist sie also. Oh. Oh, das ist also ein Spiegel wahrscheinlich, wenn sie sich schon so anguckt. Das sieht aber noch ihren Haaren aus, die unten auch lagen. Ach, die Arme, tut mir voll leid. Ich glaube nicht, dass sie davon weiß, dass sie beobachtet wird. Sonst würde sie, glaube ich, anders drauf sein. So, wo geht sie denn jetzt hin? In den Dining Room, ins Esszimmer. Ach ja. Oh. Da hat sie ganz viele Zeichnungen von komischen Sachen. Oh. Was ist? Was? Bitte was? Was immer das war. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. War das jetzt so ein Spalt in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. Das war jetzt mega creepy. Creepy? Also nichts mehr zu beobachten jetzt. Oh doch, es gibt hier doch noch was, aber wir hören uns erstmal das hier an. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Das Universum mag also keine Vermischungen. Die Tante kennen wir auch schon. Die ist ja auch, rassistisch, sag ich jetzt mal. Aber davon werden wir bestimmt noch mehr mitbekommen. Okay, das ist also hier die Bibliothek. Also ich glaube, sie will raus. Und dabei helfen wir ihr auch. Aber ich glaube nicht, dass sie weiß, dass sie beobachtet wird. Weil sonst würde sie ganz andere Sachen tun. Und nicht, vorhin hat sie ja ziemlich unbeschwert gemalt und alle ihre Sachen getan, die sie gerne tut. Und ja, wenn ich mich beobachtet fühlen würde, würde ich, glaube ich, die ganze Zeit nur irgendwo in der Ecke liegen und nichts tun. Oh je. Okay, ich schaff das. Okay, ich weiß gar nicht, was da hart ist. Doch gar nicht so hoch. Ha. So ein Katzensprung nach unten. Hm. Oh, okay. Sind wir jetzt... Ach so. Wir sind jetzt, glaube ich... Ist das die Engelsstatue oder irgendeine Statue? Ich dachte, wir sind jetzt einfach nur in demselben Gebäude noch. Aber ich wusste nicht, dass wir hier hinkommen. Oder dass sie hier in der Statue haust. Haust, beziehungsweise nicht haust, weil sie lebt ja hier nicht richtig. Wenn sie nicht raus kann, dann ist es auch irgendwie keine Freiheit und nix. Und was ist das? Okay, müssen wir hier lang. Oh nein. Was für ein Zufall, dass wir jetzt durch diese Wand... Hörst du jetzt auf? Ich tue dir das nicht. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg!
sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt, sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir, ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her. Okay, darf ich mich noch kurz umschauen? Nur ganz kurz, bitte. Zum Fenster gucken. So kommen wir raus. Okay, ich komme mit. Ey. Entkomme mit Elisabeth aus der Stadt. Ich sag jetzt Elisabeth. Statt Elizabeth. Das wird sich zeigen. Das hört sich bei mir immer doof an.